Welt 1-7. Lustiges Sporendrama. Lustig. Ja. Soll das rosa sein? Ich weiß nicht mehr, wie der Yoshi aus Welt 1-2 aussah. Es ist wieder zu lange her. Ja, genau. Das hatten ja. Oder beziehungsweise das hatte ich halt mit dazu geschrieben zu den anderen Videos. Es tut mir leid, aber ich hatte euch die anderen Videos ja ganz lange vorenthalten. Dankeschön. Wow. Das sind übrigens keine wirklichen Feinde hier, diese Kugeldinger. Also ich kann da auch ganz normal, das sind eigentlich Bälle. Dann kann ich Fußball spielen oder so. Boing, 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 boing. Und die lassen sich eben so wunderbar schnupfsig durch die Gegend schießen. Oh, eine lustige kleine Fragezeichen-Wolke. Ja, die anderen Videos, ich hatte sie euch ja... Wow. Ah, mit den Bällen kann ich auch die... kann ich auch die kleinen Stegos, ich glaube, die heißen so, Stegos besiegen. Das ist super. Normalerweise sind die natürlich unbesiegbar. Schnups, 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 schnups. Bang, 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 bang. Ich schub's euch einfach runter, 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 weil ich es kann. Ja, normalerweise sind die unbesiegbar, aber mit den komischen Bällen kann ich sie offenkundig ausschalten. Oh Gott. Aber Moment, eigentlich bin ich mir gerade ein bisschen unschlüssig. Boing. Doch, funktioniert. Funktioniert so halb. Wenn ich sie gegeneinander schieße oder so. Oh, 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 oh. Apropos blinkende Eier und so. Ja, nee, ist klar. Upsa! Hier rechts hängt eine Melone. Melonenkerne kann ich spucken. Ja, und wenn ich Melonenkerne spucke, dann ist Yoshi total fröhlich und dann kann er auch noch Schlüssel einsammeln. Ist ja klasse. Moment, wo kann ich, bei welchen Gegnern kann ich jetzt am besten... Nicht bei den Stegos oder so. Wir gehen jetzt erstmal hier rein, ist egal. Die blinkenden Eier muss ich ja logischerweise gegen irgendwelche Gegner schießen, damit ich rote Münzen bekomme. Goldregen, schnapp dir mehr Münzen als dein Gegner, bevor die Zeit abgelaufen ist. Ach, wieder ein kleines süßes Minispiel. Hier bei diesem Minispiel ist es sehr sinnvoll, wenn ich auf den Jason immer drauf hüpfe. Ups. Oder auf den Banditen oder so. Ich glaube, nur im Englischen heißt er Jason, oder? Oder nicht? Oder doch? Oder wo habe ich das her mit Jason? Ich weiß nicht genau. Später wurde er, glaube ich, einfach nur noch Bandit genannt oder irgendwas in der Art. Ich meine, war ja auch ein beliebter Gegner in den Paper Mario-Teil in der Wüste oder so, wo er einem dann immer alles Mögliche geklaut hat. Was ich immer sehr fies fand. Und generell waren diese Gegner auch relativ happig, wenn man gegen sie gekämpft hat. Also, wenn ich mich zumindest recht entsinne. Aber egal. Davon abgesehen ist dieses Minispiel aber relativ einfach. Immer schön einfach auf seinen Kopf draufhüpfen und dann funktioniert das schon. So. Du hast gewonnen. Juhuhuhu. Okay, und jetzt Gedanken machen. Gedanken machen, Gedanken machen, Gedanken machen. Ich muss irgendwie meine Eier loswerden. Ich muss meine Eier loswerden. So, meine wunderschönen Eier. Und ich sollte jetzt vor allem auch nicht unbedingt daneben schießen. Ja. Das ging in dem Moment ja schon mal ganz gut. Und ich kann das Fahnenkreuz immer anhalten, wenn ich den R-Knopf drücke. Bup, 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 bup. So funktioniert das mit dem Anvisieren ein bisschen leichter. Gut, okay. Hat funktioniert. Bin glücklich und zufrieden. So, hier kann ich irgendwie auch nochmal das weghauen. Hier kann ich mir die rote Münze so holen. Und hier kann ich auch tatsächlich eine Stampfattacke drauf machen. Bam! Nur hier sollte ich keine Stampfattacke drauf machen, sonst falle ich hier ins Bodenlose. Ja, auch Yoshi's Island hat irgendwie das Problem, dass es hier bodenlose Gruben und dergleichen gibt. Ich weiß ja nicht genau. Wenn ich so eine Insel mit bodenlosen Gruben hätte, dann würde ich diese Löcher irgendwann mal zuschütten. Das wäre ein bisschen gefährlich eigentlich, aber egal. So, oh, jetzt wird's lustig, ja. Falls ihr euch gefragt habt, warum der Level eigentlich die ganze Zeit hieß, Sporendrama. Nun, deswegen. Das hier sind Sporen. Und ich sag mal, es sind keine wirklichen Gegner, aber ja, seht selbst. Ich berühre sie. Und auf einmal wird alles psychedelisch und komisch und Yoshi ist augenscheinlich auf einem Trip. Ja. Hm, weiß nicht genau, was ich davon halten soll, aber gut, okay. Ist mal ein Novum im Nintendo-Universum. Yoshi kann die Sporen jedenfalls auch aufessen, wenn er lustig ist und so. Und ja, dann kann er hier so ein bisschen durch die Gegend torkeln. Und das findet er irgendwie ganz lustig. Und Baby Mario, na gut, okay, muss das Ganze einfach mal so hinnehmen. In jedem Falle wird die ganze Angelegenheit dann hier zu einem kleinen Abenteuer. Weil natürlich... Ja... Also der Boden ist ja eigentlich nicht wirklich so gebogen, aber irgendwie ja doch, zumindest in Yoshis Vorstellungskraft. Und irgendwie hilft einem das auch so ein bisschen höher zu springen? Doch, eigentlich schon. Müsste doch mit richtigem Timing möglich sein, oder? Mit richtigem Timing. Na los, komm.
Mit richtigem Timing? Nicht? Gut, machen wir so. Wenn ihr das so wollt. Ich hätte jetzt wetten können, dass ich so ein bisschen höher springen kann, wisst ihr? So, dass ich zum Beispiel so an die Blume hätte herankommen können. So, okay. Aber irgendwann ist auch der Sporenzauber vorbei und dann sind auch diese Gefahren überwunden. So, okay, jetzt bekomme ich noch ganz viele Münzen und ich habe ein Problem, denn mir fehlen 9 rote Münzen. Warum fehlen mir 9 rote Münzen? Bekomme ich die jetzt noch? Irgendwas war hier zum Schluss, ich erinnere mich, dunkel. Hier bekomme ich eine rote Münze. Die Brücken kann man kaputt machen mit einer Stampfattacke, ja, sollte man sich merken. Weil dann kann man unter Umständen auch zum Beispiel hier unten so lang. Bop, 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 bop. Und dann bekomme ich auch nochmal jede Menge rote Münzen dafür. Aber ich fürchte, wir haben gleich ein Problem. Das waren noch nie im Leben 9 Münzen, die ich jetzt hier eingesammelt habe, oder? Mir fehlen 4 rote Münzen? Aber wo? Oh, 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 interessant. Sprungplattform. Bekomme ich jetzt hier meine 4 roten Münzen? Vielleicht? So ein bisschen? Schieben wir den Block mal hier durch die Gegend. Mal gucken, was dann passiert. Ah, interessant. Ja, ab und zu. Man muss sich nur genug, genau genug umgucken. Dann kommen vielleicht auch mal solche Dinge zutage. Und dann kann man, aha, hier oben nochmal ein paar Münzen einsammeln. Gut, okay. Hätte ich nicht gedacht, also beziehungsweise, daran habe ich mich absolut nicht mehr erinnert. Aber ich glaube, als ich das dann auf dem DS dann mal wieder gespielt hatte, auf 3DS eben, das, was man sich da herunterladen konnte, als ich genau diesen Level auf dem 3DS gespielt hatte, da hatte ich mich nicht mehr dran erinnert, an die Situation. Faszinierend, wirklich. So, diese Sonnenblume dort, die ist mehr oder weniger gefährlich, weil die wächst immer wieder nach und die schießt ihre seltsamen, ja, ihre seltsamen Blüten nach uns. Man kann sie nicht besiegen, ist egal. Aber sie ist ein ewiger Eierlieferant, weil man diese Blüten natürlich auch eigentlich aufsammeln könnte. Und, naja, runterschlucken, Ei einsammeln, zack, fertig. Der dunkelblaue Yoshi, der marineblaue Yoshi gewissermaßen, der wartet auf uns. Und der darf jetzt auch erstmal ein Bonusspiel machen, worüber er sich sehr freut. Worüber ich mich auch freue. Und diesmal... Genau das war das Problem beim letzten Mal. Ich habe, glaube ich, 2 Minispiele machen dürfen, aber ich habe mich immer, ich war immer zu gierig oder beziehungsweise ich habe immer auf etwas gewartet, was eh nicht gekommen ist. Und deswegen hatte ich dann zum Schluss auch keine Gegenstände. Naja. Kartenschnipsen. Schon wieder. Hm. Damit müsste es eigentlich auch mal andere Spiele geben. Dachte ich. Egal. So, mal gucken, was hier drunter ist. So eine Karte zum Beispiel. Hm. Sowas ist gut. Das sind 10 Sternpunkte plus. Sprich, wenn ich irgendwann mal feststellen sollte, dass ich kurz vorm Levelende bin, aber noch nicht genug Sternpunkte habe, dann kann ich so eine Karte zücken und dann bekomme ich die Sternpunkte gut geschrieben. Das ist wirklich eine sehr praktische Sache. Eier, Max. Okay. Ich glaube, ich nehme das jetzt schon mit, weil das ist ganz gut. Aufhören. Ist okay. Nehmen wir 2 Items mit, haben wir die sicher. Leider werden die anderen Karten nicht aufgedeckt. Schade. Hätte mich jetzt interessiert, wo der Kamek drin ist. Weil ich hätte mich jetzt natürlich so im Uhrzeigersinn halt wieder durchgearbeitet, aber... Na gut, dann halt nicht. Bisher übrigens eine ziemlich erfolgreiche Sache, wenn ich das mal so sagen darf. Also, 7 Level abgeschlossen und alle 7 gleich auf Anhieb mit 100. Gut. Welt 1 noch, ne? Also von daher... Wir wollen den Tag mal nicht vom Abend loben. Welt 1.8. Schleimis Schloss. Ui. Schleimi hat ein Schloss. Wer ist Schleimi? Keine Ahnung. Uhuhuhu. Ja. Das sind auch wieder sehr schöne Grafikspielereien. Hier in Super Mario World 2, neben den schön gezeichneten Hintergründen und dem Design der Monster, Charaktere, was auch immer, gibt es natürlich auch immer wieder diese kleineren 3D-Grafikspielereien. Und einer hat das auch geschrieben, ich glaube, es war Superfest, guckt. Also dem sind früher gewissermaßen die Augen aufgegangen, Also, er war ja relativ begeistert von diesem Augenschmaus. Weil halt 3D und so, mein Gott, sowas gab's früher nicht allzu häufig, beziehungsweise kannten wir ja alle sowieso nicht, weil, weil, ja, Super Nintendo und so, ne? 3D-Spiele? Nee, ja, bis auf Starwing, aber... Ich dachte eigentlich, dass die Säule da fest wäre. Das war jetzt gemein. Das war jetzt sehr gemein, fand ich.
Gut, ja, 3D kannten wir alle früher nicht. Vor allem 3D im Videospiel nicht. Also aus der normalen Welt kannten wir das schon, weil wir gucken alle 3D, also zumindest die meisten von uns. Und aber jetzt hier in Super Mario World 2 Yoshi's Island, ja, da gab's, wow, so kleine 3D-Plattformen und so. Und da gibt's später noch einige echt schöne Level, die das auch noch ein bisschen weiter aufgreifen und so. Und da kann man sich echt noch drauf freuen. So, was haben wir hier? Wir haben hier einen lustigen kleinen Fisch, der irgendwie gerne Wasser spritzt. Das Wasser ist nicht gefährlich, aber es befördert mich halt so nach unten und ich kann dann nicht wirklich weg. Die Stelle ist gut, wollte ich sagen. Ja, die wäre auch voll gut. Ich wollte eigentlich nur die Eier einsammeln. So, mehr will ich doch gar nicht. Ich will mir erstmal wieder einen kleinen Eiervorrat zulegen. Aber jetzt wissen wir wenigstens, warum der Fisch hier so nervig sein kann. Weil er mich voll in die Scheigeis und so weiter reinschubst. So, wo ist meine Plattform? Hier ist meine Plattform. Nein! Oh Gott. Schnups. Schon wieder ein Ei. Ja. Ich kann den Fisch aber auch nicht töten, bin ich der Meinung. Ich will es eigentlich auch nicht probieren. Ich bin ein Fisch und ich lasse den armen Fisch hier auch einfach mal Fisch sein. Das passt schon so einigermaßen. Ich muss meine Artgenossen nicht immer malträtieren. Schlimm genug, dass ich immer von meinen Artgenossen malträtiert werde. In allen möglichen Videospielen. Es sind immer wieder Fische und so weiter, die mir das Leben schwer machen. Ich weiß nicht genau, warum das so ist. Komme ich hier mit einem gezielten... Ich komme mit einem gezielten Flatterflug hier hoch. Unfassbar. Oh, hier ist der Sternring. Also sprich der Checkpoint. Und hier sind mal ein paar Sternpunkte. Gut. Level läuft bis hierhin optimal. Die Schlösser finde ich aber generell in Super Mario World 2 Yoshi's Island immer eine aufregende Sache. Allein schon natürlich vom Level-Theme, also Musik und so, hat immer ein bisschen was Bedrohliches und so weiter. Und teilweise weckt die Musik auch nicht gerade gute Erinnerungen bei mir, aber egal. Wenn du die Blöcke mit einem Ei triffst, werden sich die Stachelplattformen mit der jeweiligen Farbe drehen. Jetzt brauchst du nur noch ein Ei. Ja, Eier haben wir genug. So, aber wir können es auch so drehen. Mit purer, ja, Körperkraft. Am Prinzip haben wir verstanden. Jetzt sind unten die Stachelplattformen, das heißt, ich kann hier oben lang laufen. Wenn ich den Schalter betätige, dann wird das Ganze natürlich wieder umgekehrt. Auf der Plattform könnte ich zum Beispiel nicht lang laufen. Warum ist die jetzt noch umgedreht? Genau, weil es eine rote Plattform ist und wir bisher nur den grünen Schalter gefunden haben. Ah, da haben wir einen Jason, interessant. So, dich würde ich gerne besiegen. Komisch, ich dachte, du lässt noch was anderes fallen. Na gut, egal. Also da können wir dann erstmal nicht drauf. Mal sehen, was haben wir denn hier noch? Irgendwie ruckelt es gerade kurz. Es hat gerade kurzzeitig ein bisschen geruckelt. Seltsam. Kann ich mich jetzt auch nicht dran erinnern. Dass Super Mario World 2 Yoshi's Island für seine Ruckeleinlagen berühmt wäre oder so. Wow. Ah, aber hier können wir wunderbar was drehen. Interessant. Wobei, ja, interessant. Moment. Dann kann ich doch eigentlich gleich hier hingehen. Und dann mal so hier gucken, ne? Ja, ich glaube, das geht. Schlüssel einsammeln, zack, fertig. Wunderbar. Blume? Ach so, der Schlüssel war sogar essentiell wichtig, wenn ich mich jetzt... Schnu! Nein, 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 nein. Oh Gott, okay. Ja, das ist jetzt... Das war jetzt mega doof. Und ich hoffe sehr... Das könnte jetzt schon zu viel gewesen sein. Ah, 24 Sternpunkte. Ich könnte kotzen. Ja, weil... Obwohl, nee, kann sein, dass wir nochmal einen Sternring finden. Sternring würde ja bedeuten, dass ich nochmal 10 Sternpunkte dazu bekäme. Ansonsten müsste ich natürlich gleich mal meine +10-Karte einsetzen, aber das hätte ich gerne. Die hätte ich mir gerne noch ein bisschen aufgehoben. So, die Plattform hier ist ganz lustig, die befördert mich nach oben. Solange ich auf ihr draufstehe, dann dreht sie sich auch nicht. Was, für mich dann eindeutig einfacher zum Navigieren ist. Und da links habe ich auch schon mein... Quatsch, da links. Da rechts habe ich auch schon meinen Sternring, den ich so sehnsüchtig vermisst habe. Und dann haben wir jetzt auch tatsächlich in diesem Schloss hier alles eingesammelt. Wunderbar. Man kann diese Plattform übrigens auch durch die Gegend tragen. Und dann irgendwo wieder raussetzen, wo man eben gerade lustig ist oder wo man sie braucht. Ich weiß jetzt nicht, ob das so sonderlich relevant tatsächlich für das Spiel ist. Hoppla. Eigentlich hätte ich gern noch, aber... Egal. Werden nur Sternpunkte oder ein extra Leben drin gewesen sein. So. Okay. Und jetzt, ja, rote Tür. Ihr wisst jetzt, worum es geht. Finale. Da, da, da. Und da sind meine Eier eingemauert.
Und da ist ein kleiner süßer Schleimi. Hallo, was bist du denn? Da macht der Yoshi gerade die Augen zu. Hallo, Yoshi. Das Baby stört dich doch bloß. Warum gibst du mir nicht das Kind? Ja, warum eigentlich nicht? Das könntest du doch eigentlich mal machen, so. Da wäre voll nett und so. Also, finde ich persönlich. Dab, dab, dab. Kamek macht wieder Gebrauch von seiner Magie. Und diese Magie fördert einen extrem großen Schleimklumpen zutage. Wow, einen extrem großen Schleimklumpen. Dieser ist, ja, jetzt mehr oder minder gefährlich. Eigentlich, in diesem Stadium, er könnte mich nicht töten. Beziehungsweise das einzig Tödliche in diesem Raum ist rechts das offene Lavabecken. Aber ansonsten absolut nö. Der Schleim, das ist ein patenter Gegner, beziehungsweise, ja, der schleimt halt so ein bisschen vor sich hin. Aber irgendwie müssen wir ihn natürlich besiegen. Und dafür sollten wir jetzt diese kleinen Schleime natürlich einsammeln. Bup, 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 beziehungsweise einfach auf den großen Schleim so ein Ei draufschießen, damit er dann zu kleinen Schleimen wird. Die anderen kleinen Schleime kann er nicht mehr absorbieren. Die kleinen Schleime wiederum, die können mir gefährlich werden. Also wenn die mich berühren, dann verliere ich Baby Mario. Und deswegen, weil ich auf meine Sternpunkte schon irgendwie scharf bin, wäre es mir total lieb, wenn der dumme Schleim jetzt irgendwie sich mal verschleimen würde, damit einfach so ein gewisser Sicherheitsabstand zwischen uns ist. Genau. Ja, ja. Dann zwischenzeitlich macht er noch immer so eine Aktion. Bäh. Dass er... Ja, dab, dab, dab. Dass er so komisch hin und her wackelt. Und dann, ja, sowas. In dem Moment kann ich ihn eben nicht treffen. Boing, boing, boing. Och, wie passgenau der jetzt gesprungen ist. Das ist der Wahnsinn. Was passiert hier eigentlich, wenn ich keine Eier mehr habe und keine Schleimis mehr herumfliegen? Ja, sowas an der zum Beispiel. Achso, dann kommen mal Schleimis von der Decke. Ach, das finde ich ja interessant und herzallerliebst. Boing, boing, boing. Ich habe ihn immer noch nicht besiegt. Schleimi. So, okay. Aber jetzt. Na, geht doch. Irgendwann muss da auch mal Schluss sein. Das ist bei diesen Gegnern so. Die sie mal weiter teilen können. Ein Unding gewissermaßen. Sollte man verbieten. Gut. Zur Belohnung gibt's den goldenen Schlüssel der Stadt. Nein. Den goldenen Schlüssel zur Burg, zum Schloss, was auch immer. Ja, und jetzt können wir als nächstes Welt 1 verlassen. In der Theorie. Aber in der Praxis wollen wir gleich noch etwas anderes machen. Ja. Perfekt. Immer wenn man die letzte Welt abgeschlossen hat, dann kommt nochmal so eine Endabrechnung gewissermaßen, wo einem nochmal genau gezeigt wird, das musst du, also das hast du gut gemacht, beziehungsweise da musst du dich nochmal verbessern. In dem Fall haben wir es eben perfekt gemacht. Das bedeutet, wir haben zwei Bonusdinge freigeschaltet, wo wir gleich mal gucken gehen. So, jetzt bekommen wir noch eine lustige Animation hier, spendiert, auf der Insel. Denn Yoshi hält es genauso wie Mario in seinem ersten Mario World Abenteuer. Auch er zerstört gerne die Burgen, die sich so auf seinem Island befinden. Genau, diese ganzen Sachen stehen doch eigentlich auf seiner Insel rum. Das heißt Yoshi's Island. Ich verstehe den Gag dahinter irgendwie nicht, aber gut, egal. All die Jahre hat er sich mit den Gegnern, mit den Shy Guys, mit was auch immer arrangiert. Und jetzt auf einmal, wegen dem Kind, läuft er Amok. Also da müssen sich die ganzen Feinde doch irgendwie verarscht vorkommen.